So, hallo meine Freunde, hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch. Ja, heute mal mit F1 2012. Wie jedes Jahr gibt es einen neuen Ableger. Wie auch bei FIFA oder Pro Evolution Soccer, die sich ja gegenseitig immer versuchen, die Krone zu entreißen, wer nun das beste Spiel ist. Bei Formel 1 Spielen gibt es quasi nur hier das von Codemaster Racing. Und ja, fangen wir mal an, ne? Und zwar, was sieht man hier? Ja, man kann seine Statistik eingeben in der Demo. Ja, ist alles nur Demo, Audio, Grafik, Profil und ja, speichern kann man das alles dann noch separat. Es gibt dann sonst nur noch den Karrieremodus und da gibt es was Neues und zwar Young Driver Test, wo man dann quasi gegen die besten Spieler oder Fahrer der Formel 1 antreten kann, darf, wie auch immer. Ne? So, dann haben wir noch Saison Challenge. Da werden wir gleich mal reindödeln. Und ja, wir sehen hier, der Maximus, ne, ist ganz alleine. Was gibt es hier noch? Ich kann meine News angucken. Pipapo, bla bla bla. Schon wie immer ist das hier aufgeteilt. Und ja, dann gucken wir mal. Und versuchen, ja, hier glaube muss man rein, das erste Rennen zu machen. Und ja, er lädt noch. Ja, was versprechen uns die quasi jedes Jahr Ableger, ne, neuen Ableger? Ja, versprechen uns bessere Grafik, bessere KI und ja, mehr Umfang. Ja, es ist ja auch einfach, wenn man auf die bewährten Mittel jedes Jahr setzt, ne? So, das bin ich, so wie man sieht, ne? Und ja, Ingenieur, kann ich hier reingucken. Also ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, weichere Reifen nämlich. Sie könnten quasi auch ein Add-on jedes Mal rausbringen, ein DLC für jedes Jahr. Gut, hier werden wir nichts machen. Gehen wir einfach mal auf die Strecke, ne? Und versuchen mal eine gute Zeit hinzulegen. Alles bereit. Schön deutsche Ausgabe, ne? Dass man die Jungs auch immer versteht. Versicherung, ne? Ist auch gleich. Oder über die Bank, Santander. Santander Versicherung. Ja. Ja, die Spiegelung und die Effekte sehen schon nicht schlecht aus. Bloß die Reifen sahen jetzt ein bisschen. So, und jetzt geht's los. Ja, ich soll vor meinen Rivalen im Ziel sein, ja. Ich habe Vettel als Rivale genommen. Und ja, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, ne? Was kriege ich eigentlich, wenn ich den Rivalen besiege? Della Rosa heißt der hier vor mir und der fährt eine Scheiße zurecht. Position 20. Ja, von 24. Ganz gut. Ja, der dreckt mich ab, der Hund. Oh. Bisschen Kers habe ich noch. Kers aufgebraucht. Hab mich jetzt ganz schön nach außen getragen, die Kurve hier. Ah, hier muss man doch ein bisschen vorsichtiger rangehen. Aus Windschatten und vorbei! Oh, nein! Hau ab, hau ab! Du hast ein schwaches Auto. Und ich bin ein schwacher Fahrer. Na! Das war's ja. Della Rosa, du gehst mir jetzt schon wieder tierisch auf den Sack. Ja, okay, wollte ich Angst machen? Soll ich mal einen auf Schuhwahl machen hier? Oh, Bremsen, Bremsen, ganz vergessen, Mann. Habe ja hier kein Autobremsen und so ein Schnickschnack drinne, weil das ist was für Mädchen. Vettel auf dem dritten Platz. Gut. Auf Platz 17 und da habe ich jetzt ein bisschen geträumt. Ich habe jetzt noch nicht richtig den Bremspunkt gesehen, wo ich eigentlich bremsen kann. Ja,
Ja, man merkt, dass es der einfachste Schwierigkeitsgrad ist. Ich habe doch den einfachsten drin und... Obwohl die schon ein bisschen mich nerven hier, die Hunde. Ja. Oh, das musste ja auch sein. Ja, ich bin so ein Trottel, ey. Mein Gott, ey. Ich stelle mich wieder an wie der erste Mensch. Aber niedlich die Antenne, wie sie rumwackelt. Er zeigt zwar immer an, ich soll da bremsen hier, die Ideallinie. Aber... Oh, da ist er wieder, mein Freund. Irgendwie bremse ich... Muss ich früher bremsen? Ja, das war nicht optimal. Das ist eigentlich zu langsam. Ah, DRS ist aktiviert. Wie das jetzt so funktioniert mit dem DRS, ab wann ich den aktivieren kann. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Kurs genommen und ich weiß nicht, wie weit der hinter mir ist. Darum spare ich mir noch ein wenig DRS auf. Ah, hier, Kurs meine ich. DRS ist ja das mit dem Flügel. Wenn ich innerhalb von einer Sekunde oder einen gewissen Abschnitt eine Sekunde hinter ihm bin, dann kann ich es aktivieren und gewinne dadurch 10 oder 15 km/h. Oh, das soll hier die Kurve. Und wie ich sehe, ist Della Rosa wieder ganz schön weit. Ganz schön weit. Ziemlich dicht an mich dran. An mich. Der hat mich überholt, der Hund. Nee. Hier ist, glaube ich, das DRS-Fenster, ne? Kann ich jetzt aktivieren? Nee, ich kann es nicht aktivieren. Ja. Gut. Dann werde ich es mal nutzen, ne? Ein bisschen Gas geben hier. Ja. Oh. Na, ah, habt ihr das gesehen, Jungs? Rucki zucki an den kleinen Mahmut da vorbei. Und ich habe aber keinen Saft mehr. Die vierte Runde. Und wir haben es bald geschafft. Ihr habt es. Oh. Ja, jetzt kriege ich bestimmt eine Zeitstrafe. Oh. Meine Güte, und jetzt ist er schon wieder vorbei. Mein Gott, nee. Ah. Ja. Machen wir doch was ganz... Nee, es geht eben nicht. Ach, ist egal. Weiter geht's. Ja, das ist jetzt hier dieses Zurückdrehen. Warum das jetzt so spät erst ging. Egal, ich bin noch auf Platz 18. Und ich versuche wenigstens den 18. Platz zu halten. Weil ich denke mal, hier vorne werde ich nicht mehr viel agieren können. Dafür bin ich zu schwach und ja... Ja, weil man die Strecke auch nicht kennt, also ist schon was anderes, als wenn man so ein Arcade-lastiges Spiel spielt, ne? Wo man quasi jedes Mal in die Kurven reingetragen wird und hier muss man noch ein bisschen selber hantieren. Ja, ob ich es mir kaufen werde, bin mir da nicht so sicher, weil gerade im Oktober kommen eine ganze Reihe Spiele, Oktober, November, da ist es ja sehr krass mit Need for Speed. Ja, das ist natürlich dann wieder so ein arcade-lastiges Spiel, da brauche ich mir nicht viel Gedanken machen. Dann kommt Medal of Honor,
und Hitman. Und ja, das sind natürlich dann die Spiele, wo ich dann viel Zeit investieren werde. Ah, und da weiß ich nicht, ob ich quasi bei dem Spiel noch Zeit haben werde, investieren kann. Na, ihr wisst schon. Also wenn ich jetzt hier ein bisschen wirr rede, dann hat das damit was zu tun, weil ich hier nebenbei rede und Auto fahre. Ja, klappt sonst beim normalen Autofahren auch, aber ja, 300 schafft mein Auto leider nicht. Ja, vielleicht auch besser so wie ich hier fahre. Aber langsam muss ich sagen, treffe ich den Kurvenscheitel doch echt gut. Ja, nicht so viel, Mann. Ich habe ja noch hier Energie. Energie. Ja, das hätte man alles besser hinkriegen können. Kommt nochmal ein bisschen Schubrakete. Damit sage ich, ja, 18. Und ja, ihr habt die ersten Eindrücke hier gesehen von der Demo, von der Grafik her. Ich weiß nicht, ob das YouTube so übermitteln kann. Wird ja mal ein bisschen runter skaliert. Und ja, wenn euch das Spiel halt gefallen hat, könnt ihr ja gerne, ja, fragen, ob ihr mehr sehen wollt, oder hier sehen wir nochmal schnell den Start. Das tun wir uns nochmal schnell an. Und ja, wo bin ich denn hier eigentlich? Ja, so fahre ich. Sieht eigentlich ganz nett aus, ne? Stellenweise sieht das schon wirklich aus wie in der Formel 1, aber hier sieht man, wie ich rumhample. Ja, also Wiederholung könnte ich mir, glaube, nochmal angucken. Aber mit diesen Worten sage ich erstmal Tschüssi und man hört sich beim nächsten Mal, ne? Bye, bye.